Seit dem Samstag hat die Schweiz eine neue Miss. Aber wissen die Leute überhaupt, wie sie heisst? Schweizer Illustrierte Online ist in Luzern nachgefragt. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Linda Fan. Nein, ich weiß es nicht. Alina Burchschall. Im Moment. Wie heisst sie? Alina Burchschalter oder irgend so etwas. Alin, irgendetwas, aber mehr weiß ich nicht. Keine Ahnung. Null. Alin Burchschacher. Alina Burchschacher ist ihr richtiger Name. Und wer hat die Wahl mitverfolgt? Ich habe es nicht geschaut, ich war im Ausgang. Nein, ich habe es nicht geschaut. Ich habe es auch nicht mitverfolgt. Nein. Nicht im Fernsehen live, nein. Ich habe eher so einen Zusammenschnitt geschaut. Nein. Wieso nicht? Ich habe Besseres zu tun. Ich habe auch erst am gleichen Samstag erfahren, dass am Abend die Wahlen sind. Das ist völlig an mir vorbeigegangen. Nein, eher weniger. Sieht sie das nicht? Ach, mich dünkt das eigentlich eine hohle Sache. Ehrlich gesagt, ich kann mit dem null und nichts anfangen. Ich bin ganz ein anderer Typ als da. Wenn man hinter die Fassade schaut, dann ja, auch ein bisschen mehr. Nein, auch nicht groß. Ich kann nicht sagen. Interessieren nicht extrem, aber man kommt es einfach mit über. Wieso braucht denn die Schweiz einen Miss Vitalina? Ja, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass die Schweizer Prominenz ein bisschen auflebt, dass es immer wieder einen neuen Drive gibt. Irgendwann stirbt uns Prominenz aus und da wäre ja eigentlich auch wieder Scham, nichts mehr darüber zu lesen, nichts mehr darüber zu berichten. Ich finde, dass grundsätzlich genug Schweizer Persönlichkeiten irgendwie die Schweiz vertreten gegen aussen. Und die haben meistens auch eine Botschaft zu überbringen, sei es politisch oder wie auch immer. Aber irgendeine zu erküren, die nachher die Schweiz vertritt, auch braucht es nicht. Das interessiert ja viele. Und ich meine, es ist ja schön, wenn man eine schöne Frau sieht und sie auswählen kann. Also, ich finde es so gut. Ich auch. Aber ja, es ist schon gestanden, es sind jetzt viel weniger interessiert. Also es interessiert viel weniger. Und ja, ich finde es eigentlich auch nicht so wichtig. Ich finde es keine schlechte Sache. Und irgendwie auch ein bisschen schade, wenn es aus dem Fernsehen rausgehört wird. Also ich finde es ein bisschen schade. Es braucht es sicher, aber mich interessiert es jetzt so nicht. Also, ich möchte da nicht urteilen. Der eine braucht es, der andere nicht. Ich würde nicht sagen, es muss abgeschafft werden, aber ich würde es nicht brauchen. Ja, es hat halt immer so ein bisschen den Promi-Faktor, wo eine Schweizerin plötzlich ein No-Name prominent wird. Vielleicht, warum braucht es das nicht? Ja, wohl, das gehört auch dazu. Es ist die Schönste von der Schweiz. Das ist schon recht. Wohl, das brauchen wir.